Grüezi Sie in die Schweiz, Servus nach Deutschland und Grüß Gott in Österreich. Es ist wieder an der Zeit für Kauf 1 einkaufen bei Freunden. Mit unserem Format unterstützen Sie uns unser Sein. Dafür möchte ich Danke sagen. Aber nicht nur uns, sondern auch unsere Freunde und unsere Partner und überhaupt. Wir retten die Welt damit. Und es ist ja unsere Motivation und unsere Passion, dass wir die Welt eben wirklich ein bisschen besser machen und eine neue Welt kreieren. Unsere Marke Pionier ist der Botschafter für eine bessere Welt. Und ich bin heute wieder für Sie unterwegs und möchte hinter die Kulissen schauen von einer Pioniermarke, von einem Pionierprodukt, das ich ganz, ganz, ganz toll finde und selber sehr sehr mag aber wir schauen einfach gemeinsam hinein wer steckt dahinter welcher freund welcher Partner was macht er wie macht das und warum und überhaupt und sowieso ich würde sagen bevor wir jetzt die welt weiter retten gehen wir kaffee trinken kommen sie mit <laughs> Liebe Seher, ich entführe Sie heute wieder in atemberaubende Orte wie Brasilien, Jamaika, Costa Rica, Hawaii, Äthiopien. Aber aktuell abermals befinden wir uns hier in Oberösterreich im schönen Mühlviertel. Und wie Sie es vielleicht bereits erkennen, da hinten an den Produkten, es geht um die Pioniermarke und um das Pionierprodukt. Es ist ein flüssiges Gold. Es geht um das Lebenselixier Kaffee und können sie sich an die erste sendung erinnern ich dürfte ihnen wein präsentieren und näherbringen hätte ihn für sie kosten dürfen ob ich ihnen dann wirklich sagen kann ob er gut ist. Nein, habe ich nicht getan, weil ich kein Weinkenner bin, aber heute erlaube ich mir zu sagen, ich kenne mich aus. Ich liebe Kaffee und ich bin sehr anspruchsvoll. Aber der, der sich wirklich auskennt und ein wahrer Profi ist, den besuchen wir jetzt gemeinsam und schauen, wie er es macht, warum er es macht und überhaupt und sowieso. Er ist ein Profi, was den perfekten Kaffee betrifft. Er ist unser Freund, er ist unser Partner. Er ist ein Kaffeesommelier und Röstmeister und ich darf ihn jetzt begrüßen, meine lieben sehr ich spreche von, ich nenne ihn Mr. Barista, der Herr Kurt Draxel. Kurt, grüß dich gut! Hallo Bianca, schön, dass du da bist. Finde ich auch und es riecht so gut ah, bei dir. Herrlich. Lieber Kurt, hast du ein bisschen Zeit? Natürlich. Dann würde ich sagen, gehen wir Kaffee trinken? Bitte, meine Liebe. Danke dir. Mmh. Kurt. Gut, gut. Zu dir wow. kann man auf einen Kaffee kommen. Oh, danke. Ich habe es mir aber fast gedacht. Ich hab dir ein bisschen recherchiert und äh, ein bisschen gestockt und kurz deine Leidenschaft ist ja nicht nur der Kaffee, sondern auch Tee, Kakao, Alkohol und unter anderem das Ganze ein bisschen gemeinsam zu mischen, die Ui. Harmonie miteinander. Es ist ja, ich muss zugeben, ich habe deine Videos angesehen. Da gibt es ja so ganz, ganz tolle Rezepte mit Kaffee. Und dir da zuzusehen, ist ein Genuss, wie du Teicher. das kostest und lebst und liebst und... Ach, aber Red, du, wie kam es zu dieser Leidenschaft und was macht deinen Kaffee so besonders? Also wie es zu der Leidenschaft kam, da kann ich eigentlich dazu sagen, ich habe schon immer gerne Kaffee getrunken, und aber ich habe nie den perfekten Kaffee für mich gefunden. Das kenne ich. <laughs> und irgendwann habe ich dann angefangen zu experimentieren und das und das und dann habe ich eine Ausbildung gemacht in Wien und dann... Irgendwann wir im Laufe der Zeit habe die Chemie, den perfekten Kaffee, entwickelt sozusagen. Weil bei uns geht es immer um die Röstkurve bei den Kaffee Röster. Das heißt, die kann so schnell rösten, die kann kühlen, rösten. da also gibt es eben viele Möglichkeiten. Und bei uns zum Beispiel, was wir machen, wir rösten eigentlich ganz, ganz langsam und ganz, ganz schonend. Das heißt eben, der Kaffee hat Zeit, seine ganzen Aromen zu entwickeln mm. und auch seine Säuren abzubauen. Mm. Wie du gesehen hast, der ist überhaupt nicht sauer, der Kaffee. Und es ist eigentlich sogar mal ein Qualitätsmerkmal, dass er einfach nicht sa sauer schmeckt. Und das ist einfach schön und gut. Und eigentlich haben wir den total besten Job auf der Welt, weil wir verbreiten ja Freude und Liebe, weil wenn man einen Kaffee kauft, dann haben, haben wir ein gutes Gefühl und das gefreut, und das gefreut wird an. Und es ist eben total schön. und das ist total super. Voll. Also, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss mhm. zugeben, wir zu Hause, wir lieben auch Kaffee und machen den so besonders, dass sich Freunde mhm. gut, äh, gern zu uns kommen, genau. Kaffee trinken. Wir haben sogar einen Italiener, der ja. ein Restaurant hat, der kommt zu uns Kaffee trinken, weil er so gut ist. Das ist schön. Ab sofort wird er noch besser, würde ich sagen. Bestimmt. Du Kurt, bei uns im Shop, www.auf1.shop, gibt es ja die drei Sorten Kaffee von dir. Ja? Den Ambosa, den ähm, Haus Hausmischung, das glaube ich war meiner, die ja. Hausmischung und Mokka. Genau. Erzähl ein bisschen was drüber, damit die äh, Seher wissen, was, äh, dass sie nicht die Katze im Sack kaufen. Oder damit sie wissen, sie müssen eigentlich gleich alle drei haben. Bisschen, sie kaufen die alle ja. 3. Aber, kurze Information, und zwar, der Ambrosa zum Beispiel, ist ein reiner äh, Arabica-Kaffee aus Äthiopien. Und Äthiopien ist ja eigentlich die Wiege des Kaffees. Der Kaffee kommt ja eigentlich daher. Das heißt, das ist eigentlich ein Ursprungskaffee, kann man fast sagen. Der ist eher milder sehr magenschonend, also wenn man Magenprobleme hat, also das heißt Sodbrennen und so weiter, kann man unbedingt diesen Kaffee trinken, der geht nicht am Magen. Das ist total wichtig zu erwähnen, weil Kaffee ist ja eigentlich auch ein Gesundheitsfaktor, sage ich mal, wenn man jeden Tag ein, zwei, drei trinkt, über Jahre hinweg so man eigentlich immer Qualität trinken. Und dann hat man einen guten Morgen, das Herzl und so weiter, alles passt gut. Aber wie gesagt, der ist eben mild, magenschonend und auch für Filter geeignet. Also, ich muss ja immer feststellen, dass diese alternativen Methoden, die wir haben, wie Filter, Bialetti und so weiter, wieder in Mode kommen, kann man fast sagen. Und daher haben sie mir dann überlegt, was für Kaffee passt am besten zur Filtermethode und Bialetti und wie auch immer. Und dieser milde eben, der ist für Filter total gut geeignet. Gott sei Dank. Sollte mir der Strom nicht gehen, dann genau. bin ich safe und habe trotzdem meinen guten Kaffee. Und Kaffee ist wichtig. <laughs> total wichtig. Total wichtig. Zum Psychohaushalt. Ja, dann weiß. haben wir im nächsten die Hausmischung. Das ist bei, eigentlich, bei uns eigentlich äh, also, war es, haben uns eigentlich den meisten verkauft, weil die einfach so beliebt sind und diesen Bandbreitengeschmack eigentlich gut treffen. Wir haben über 20 Sorten und Edi schmeckt halt anders, aber diese Sorten da, da, die sind einfach sehr bekömmlich und deswegen winkt die Leute halt einfach. Diese Hausmischung. Da kann man ist, Nein, eigentlich nicht. Okay. Diese Hausmischung ist schon etwas stärker und perfekt für Vollautomaten auch geeignet, für Siebträgermaschinen, wenn man das daheim hat. Also, die ist einfach italienischer, kann man fast sagen. Du hast den Robusteanteil, wird es einfach ein bisschen erdiger, italienischer Geschmack. Mm. Aber wie gesagt, probieren. Und es ist immer so, es geht immer um Geschmäcker. Da eine mag Rotwein, der eine mag Weißwein, der eine mag so einen Kaffee, der eine mag den Kaffee. Und jeder hat ja eigentlich immer recht. Das heißt, man muss immer durchprobieren und durchkosten. Und es ist eigentlich total wichtig, dass man dann einem Kaffee gefunden hat. Und da zum Beispiel haben wir auch ein ganz tolles Produkt. Das ist der Mokka. Ein reiner Brasilianer, der was, der <laughs> richtig geiler Stoff ist, wirklich. Das muss ich wirklich sagen, weil... <laughs> Den müssen Sie kaufen. Meine ja, lieben Sie nein, ja, weil Brasilien exportiert, weil die ganzen Länder auf der ganzen Welt am meisten Kaffee. Und das nicht ohne Grund, weil einfach der Kaffee auch sehr bekömmlich ist, geht auch nicht am Magen und der ist eigentlich bei Oliver beliebt. Der ist so mittelstark, also nicht zu so stark und nicht zu so schwach. Also der ist, das ist wirklich einer... Dann muss man einfach kosten. Der ist auch wieder für Vollautomaten gut geeignet. Wir haben ja für Gastronomiebetriebe, die was diesen Kaffee haben oder auch diesen, also ist immer. Geschmackssache, und jeder hat immer recht. Und darum sage ich immer Mut zum Probieren, Mut zum Experimentieren, auch beim Kaffee. das schott einfach nicht. Unsere Seher haben Mut. Und genau. jetzt auch den besten Kaffee. Aber es gibt auch immer nur Sachen, auf die man achten muss, dass wirklich der Kaffee auch gut ist. Genau. Es geht nicht nur um die Bohne, sondern um viel, viel mehr. Genau. Oder? Und das hast du hier in diesem Buch, das gibt es auch bei uns: www.auf1.job. Das hast du in diesem Buch zusammengefasst: die Geschichte, ja. die Tipps, die Tricks, was man alles machen kann. Am Sud noch ganz tolle, wirklich tolle Sachen. Cool. Ne? Ja, das ist total wichtig, weil Kaffee Wissen ist Kaffee Geschmack. Das heißt, man nämlich auskennen. Dann kann ich noch viel mehr Aromen ausholen, noch viel mehr Geschmack auszuholen. Weil da geht es um Normalgrad, da geht es um die Wasserhärte, ja. da geht es einfach um alle Faktoren, die mitspülen, damit ich am Ende des Tages einen guten Kaffee habe, der mir gut tut. Und das sind zum Beispiel diese drei Varianten. Mit diesem Bruch ist man total gut ausgestattet und man hat ein Basis-Know-how, auf dem man aufbauen kann. Und es ist total wichtig, weil es einfach auch um die Gesundheit geht. Kaffee ist ein Studium, ja, voll. Gut, dass wir dich haben und jetzt auch dieses Buch. Mhm. Und Kaffee ist ja auch voll gesund, voll. Es ist erweitert die Arterien, die Bronchien. Es ist gut fürs Herz. Es ist gut für, fürs Gedächtnis. Für für ja. de lindert Depressionen und 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 und. Voll. Und somit bist du ein Weltverbesserer. Ah, du machst die Welt schön. gesünder, ja. glücklicher, du bist ein das Pionier, stimmt. du bist ein Held und du toppst das Ganze Danke. auch noch, weil ich weiß, da gibt es ja im Café, Café ist ja für die Seele, heißt es, und du hast da ein ganz, ganz tolles Projekt, das heißt Coffee, Coffee for Soul. Genau. Soul. Bitte, wenn du es also, kurz ansprechen willst, ich finde es einfach so herzerwärmend. Es ist einfach so, wir wollen gerne etwas zurückgeben an den Menschen und uh, wir helfen einfach obdachlosen Menschen, also die war quasi in Linz, also eigentlich unterstützen wir Obdachlosenorganisation und alle die Obdachlosen selber. Bei uns im Geschäft am Südbahnhof dem Markt kann man zum Beispiel hinkommen und für obdachlose Menschen einen Kaffee was quasi hinterlassen und dann, man jetzt zu uns kommen, dann kriegt man quasi ein gratis Kaffee oder wir da einmal Geld sammeln und gibt es dann Obdachlosenhilfe weiter und es ist total super, weil man kriegt es einfach immer mit, wie das direkt ankommt und das ist einfach schön und die Leute... Man man muss auch mit den Leuten einfach, kommen, die kommen zu uns einer und dann sieht man schon, ah, was der, und dann hat die Leute schon ein wenig so und so, aber das kann jeden treffen, weil jeder kann schnell mal auf der Straße landen. Das glaubt man eigentlich gar nicht, wie schnell mmh. das passieren kann. Und das, die haben auch alle Geschichten, und wenn man einfach denen mal zuhört, und einen Zeit schenkt, dann freuen sie die auch, und wenn ich kaffee natürlich, dann, das erwärmt nicht nur den Magen, auch die Seele und das Herz, und die sind immer dann ganz happy und ganz dankbar, und, wenn man irgendwas zurückgeben kann, sieht man es eigentlich tun. Es wow. ist für uns total einfach. Und es macht einfach Freude. Wir wollen einfach Freude verbreiten und Freude und Liebe in die Welt bringen. Und es geht eben nicht nur in den Café auch mit diesen Projekten eben, die einfach da sind, um die Leute zu unterstützen. Meine Sehe. Ja. wissen Sie, was ich meine? Hören Sie, was ich meine? Das sind Freunde, das sind Pioniere. Du bist mein Held. Danke, danke. <laughs> Gut, jetzt möchte ja. ich aber noch wissen, wie ist es? Die Bohne oder die Kirsche, die kommt da noch enger wie's Dorf und du tust das dann rösten oder wie machst du das? Nein, mir... mir uns gibt es schon circa zehn Jahre lang. Das okay. heißt, wir haben schon unsere Lieferanten aus Afrika, Äthiopien und so weiter. Die hast du auch schon besucht? Nicht wirklich, weil die Krisengebiete und so weiter, da unten mit Corona und dem ganzen Scheiß, okay. war das immer so total schwierig. Aber wir haben es geplant, dass wir nach Costa Rica fliegen. Hast du eine Jahr. Assistentin? <laughs> Kann man ja mal fragen. <laughs> Nein, aber eben, es ist total spannend, dass wir verursachen und es dann ja. auch bei der Kaffeeernte helfen, zum wow. Beispiel, und so weiter. Aber der Ablauf ist eben der, wir haben, Hamburg am Hafen ist halt der Umschlagplatz für Europa, für den Kaffee, und dort haben wir unsere verlässlichen Partner, wo wir einen Kaffee kaufen, weil jetzt haben wir schon diese Größe reicht, wo man nicht mehr so oft direkt bei den kleinen Bauern einkaufen können, wie es oft am Anfang der Fall war, weil wir einfach dann, wir haben, Verpflichtungen zu liefern, und es, die haben wir dann vielleicht noch 100 Sack, die kleinen Bauern. Die brauchen aber vielleicht 500 Sack oder 1000 Sack, dann haben wir schon ein Problem. Und das ist total wichtiger. Und da haben wir einfach gute Partner, wo auch die Fairheit im Preis dahinter steht, wo auch das Bio, isa und diese Nachhaltigkeit uns wichtig ist. Weil mir legen einfach auch Großwert Wert auf Nachhaltigkeit. Das heißt, zum Beispiel, wir liefern mehr Unternehmen oder für Firmen auch mit wiederbefüllbaren Eimern. Das heißt, wir zu keinen Müll nicht. Wenn der Café Lars ist, kommt wieder mit einem neuen Müll, Eimer geliefert dann aber auch keinen Müll produzieren. Und das ist total wichtig einfach in der heutigen Zeit. Und Super. Kommt in den Kaffee auch vor, da kommt dann zu uns her. Und wir haben da einen Röstmeister in Hans, den werden Sie auch noch kennenlernen. Der röstet dann den Kaffee und er macht es dann mit Liebe, mit Leidenschaft, damit es dann so richtig gut wird. Das spürt man, oder? Und man schmeckt es auch. <laughs> danke, Wunderschön. Danke. Ich ja. würde sagen, wir schauen uns das einfach live bitte, dann ja, vor Ort bitte. an, wie ihr das macht. Ja. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, Kurt, vielen Dank, <laughs> dass danke. es dich gibt für dein und für dein Wirken. Und ja, da, da kann man Danke, es nichts mehr sagen. Danke, ist mich sehr, dass da halt und einmal einen Einblick kriegt in die, in die kleine Kaffeewelt bei uns, wie das abläuft, weil ich finde schon, es ist wichtig, dass die Leute einfach mitkriegen, man sieht, du trinkst den Kaffee ja jeden Tag und darum sollst du vielleicht damit beschäftigen, so den bei erwähnt und was um was es eigentlich geht. Und dann kannst du auch dieses Gesundheitsthema, also echt... Ich kann nur ein Beispiel sagen, wenn du den Kaffee daheim aufmachst und die Tisch und einen normalen Kaffee, den du schon daheim hast und die zwei Kaffees vergleichst, dann wirst du feststellen, dass die anderen Kaffee meistens schwitzen, die Öle sind heraus, gebrochene Bohnen, verbrennen die Bohnen und bei uns ist das eigentlich nicht der Fall, weil wir langsam und mit Liebe und Leidenschaft eben das Ganze machen und das das ist wichtig. Die anderen alten Bohnen, alte Welt. Die neuen gesunden tollen Bohnen, neue bessere Welt. Genau. Und am besten einfach und Staubsauger nehmen die alten Bohnen aussagen und die neuen hinzufügen. Genau, würde ich sagen. <laughs> und jetzt würde ich sagen am besten ja. einfach gleich nochmal einen Kaffee genau. trinken gehen. Meiner ist leer. Oh, wirklich? Komm, holen wir uns dann. <laughs> Schau mal, bitte. Lieber Hans, ja. Kaffee ist ja bekanntlich für die Seele und du bist eine Seele vom Haus. Du bist der Röstmeister. Und machst das Ganze. Wie darf ich mir das vorstellen, Hans? Das sind die Säcke. Da sind Bohnen drin oder die Kirschen oder zeig mal das einmal. Ich schau da ein bisschen auf die Finger. Das ist jetzt der Rohkaffee ja. und da haben wir jetzt einen Sack aus Guatemala. Mm. Und da können wir jetzt einmal oh. eine Probe entnehmen. Das ist ja ein tolles Gerät. Ja. Ja. Da kommt die also das da kommt sind jetzt auch Bohnen, oder? Das sind die. Ja, die ja da kann man. Also riecht man da. Kann man riechen da? das riecht wie frisches Heu. Heu. Ja. Meine lieben sehr Heu in Deutschland und in der Schweiz, Hei heißt Hei. Gras ist riecht wie Gras, wirkt es auch ja. wie Gras. Das Nein. kommt drauf an, ob man es zulässt. <laughs> so schauen die aus. Ja. Wow da kann man gleich sehen, wenn man so eine Probe entnimmt, Wenn die gut riecht und von der Optik her passt, dann ist der Sack okay, nicht? Wenn's, wenn ich da jetzt aufmache und rieche und es michtelt ein wenig oder so, nicht? Dann das riechst du sofort, quasi. Der klar, Meister. klar unbedingt. Mhm. Und es kommt dann in diese Schütte und dann genau. in diese Golden Maschine, in diese tolle, in dieses ja, tolle Teil. Das hier. schaut fast ein wenig aus wie eine umgebaute Lokomotive, ja. ne? Und ich bin und da sozusagen der Lokführer. Der Lokführer. In mhm. Lebensgeschwindigkeit. Auf jeden Fall. Entschleunigt ja, ja. mit ganz viel Liebe und Leidenschaft. Ja, ja. so wie eine alte Dampfmaschine. So wie dieser so. Kaffee auch schmeckt. Meine Lieben sehr, lassen Sie ihn schmecken. So sind Sie gesund. Und da drinnen ist ganz viel Liebe und Hoffnung. Danke, Hans. Bitte. Ich schau dir jetzt auf die Finger und schau dazu, wie du das machst. Derfi? Ja. Alles klar, ich bin Alles dein Schatten. Bitte, walte deines Amtes. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Diesen Kaffee müssen Sie, wirklich müssen Sie trinken. Wenn Sie drei Wünsche frei haben, würde ich sagen: erstens Kaffee, zweitens Kaffee und drittens Kaffee. Im Kaffee steckt Liebe und Hoffnung und genau das ist es, was ich Ihnen wünsche. Und diesen Kaffee, der ist natürlich bei uns erhältlich: www.auf1.job. Kaufen Sie eins, kauf eins, kauf zwei. Kauf 3. In diesem Sinne, Kaffee trinken und weiter die Welt retten. Schön, dass Sie mit dabei waren. Schön, dass Sie mit uns Kaffee getrunken haben. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen, auf Wiederlurga. Tschüss, Fierti, Baba.